Sowas von nicht auffällig. Egal, wir kümmern uns erstmal. Kannst du gegen meine Spezialtechniken bestehen? Wir kämpfen erstmal gegen seine Bad Buddies. Hätte ich weiter gesagt. Oh, hier ist wieder einer auf Jongleur. Traumato. Moment, what? Haben wir noch eine Psycho-Arena hier? What the hell? Warum habe ich Mega-Hip gemacht? Scheiße, nein! Oh, der Scheiße, ja. Hä? Hä? Was geht denn ab? Was macht der denn? Jongliert der die ganze Zeit mit seinen Pokémon oder was? Okay, jetzt kann er demnächst aber nicht zurückziehen. Okay, ich weiß, dass er mit Kadabra kommt. Wir wechseln. Wir wissen ja jetzt, dass die Schwäche von den Geist ist. Also, go again, Kirby. Ich mach dich so nachtnebelig, weißt du? Ich mach dich so plemplem in den Kopf. Oder wie die heißt. Was? Genesung. Stop it, man. Okay. Das Spielchen können wir noch länger spielen. Mach ich nochmal Genesung. Hey, was Konfusion? What the hell? Wieso konnte der so gut kontern hier? Was soll der Mist? Egal. Wir haben ihn auf die Bretter geschickt. Können wir die meine schöne Stange EP bekommen, ne? Du hast mich hier reingelegt. Nö, du hast nur schlecht gekämpft. Der Erfolg hängt nicht von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf die Strategie an. Intelligenz obsiegt über Rohkraft. Weise Worte für einen Emo-Punk. Zumindest vom Aussehen, aber ist das eigentlich ein Jongleur? Ein Pokémon hat er da dabei. Hypno. Ist das noch eine Psycho-Arena oder was soll der Mist? Egal, weißt du was? Ich mach jetzt mal Erdbeben, mal gucken. Aber Pest überlebt das, überlebt das, überlebt das. Du! War das eine knappe Scheiße? Ich hole einen anderen her. Mal sehen, ob Mugi dir was entgegenbringen kann. Ich dachte, ich hätte jetzt gut gelevelt, aber die sind ja übel drauf. Ja, keine Wirkung. Dann mache ich mal die Säure. Der gibt mir den Kopf. Der gibt mir alle Stückchen Zucker. So. Nein! Mugi, überlebe das! Warum sind wir nochmal in der Psycho-Arena? Was soll der Scheiß? Egal. Hypno besiegt. Also, soll mir recht sein. Was? Achso, nicht. Gut. So, wir heilen jetzt hier. Einmal Pest. Gannon Kirby. Wenn wir wirklich Psycho-Arena haben, dann sollte ich den eigentlich nach vorne setzen. Wir gucken jetzt mal. Ja, da oben ist auch noch ein Trainer. Da sind noch ein paar Trainer, okay. Dann setzen wir Gannon Kirby mal nach vorne. Ich möchte später einmal ein Ninja werden. Ein Ninja! Hi! Muss erstmal bei Hanzo Hattori trainieren. 4 Pokémon! Oha, das wird jetzt böse. Gut. Let's see what you can do. Ah, nur meine Psychokinese wird blockiert. Dann könnte ich es mit Nachtnebel eigentlich schon schaffen, den jetzt zu besiegen. Mit ein bisschen Glück. Nee! Haha, keine Wirkung. Nochmal Nachtnebel. Ich dachte, wir hätten eine Psycho-Arena schon hinter uns. Wusste nicht, dass zweimal derselbe Typ miteinander vorkommen kann. Ich mach's jetzt beim Blem mit Confusion. Die Attacke schon fehlt. What? Kadabra. Hallo Kadabra. Hallo Kadabra. Komm, hau dich. Jawohl, ja. Find ich nice. So. Dämm ich dich noch schön ein mit dem Nachtnippel.
die schon wieder zurück. Was ist denn mit dem kaputt? Machen wir hier auch bei dir Konfusch gerade. Die müssen alle Plemplem sein. Haha. Sehr schön. What? Haha, die Folge hat auch keine Sekunde. Ah, es wird nicht mehr blockiert. Die psychische Chinese, aber ich habe jetzt hier schon gut den Nachtlevel verplempert bei euch. Sollen wir recht sein? Ja, Kadabra kommt. Wir wechseln jetzt trotzdem mal. Ja, doch, zu Pech. Das dürfte eigentlich leicht sein. Überlebe da! Scheiße! Gut, Kauke machen platt. Donnerschlag muss eigentlich ausreichend sein. Jupp. Tomato kommt, wir wechseln nicht. Ich mach Electricity Deck nix. Gegen dich. Ihr frisst das. Ah, das hat doch aber gut gezogen. Gott, nein. Schub. Gut, das hat nicht so viel abgezogen. Sternschauer müsste vielleicht sogar ausreichend sein. Jawohl, ja. Gut. Haben wir es auch noch so geschafft. Ich hab verloren. Das hast du früh bemerkt. Ich habe, glaube ich, eben die Lücke gefunden. Meister Kogan beweist mich in der Kunst des Ninja-Kampfs. Der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Habt ihr deswegen den Mist wie Pokémon Conquest gemacht? Nix gegen Pokémon, nix gegen Nobunagas Ambition, aber ich finde die beiden passen nicht zusammen, weil ich bin ein großer Nobunaga Ambition-Fan. Kommt ja auch noch ein Let's Play von Rise of Power und Triangle of... Triangle of Power und Rise of Ambition oder sowas. Auf jeden Fall... Das passt einfach nicht zusammen, diese Thematik von Nobunaga. Oder alleine schon so ein übelster Typ. Wie der abgeht in Sengoku Basara. Ich meine, nicht umsonst hat er dort, als er starb in der Hölle, Satan getötet, ist wiedergekommen. Als er nämlich die Kontrolle über die Hölle übernommen hatte. Also das ist schon übel. Aber gut, nichtsdestotrotz sind wir erstmal hier in diesem Pokémon-Kampf. In voll 4. Stop it, bitte. Kommt, jetzt kommt Arbok, okay. Wechseln wir wieder zu Gen Kirby. Irgendwie ist diese Anordnung von diesen Viechern hier sehr, sehr wahllos. Wie die mir hier ihre Pokémon-Typen präsentieren. Ich dachte eben noch die ganze Zeit Psycho und jetzt kommt er hier mit Arbok und dann diesem Sandalen-Mafie. Hey, Gen, können wir es abgeschicken? Entwickel dich weiter! Hier noch mindestens zwei Trainer und dann geht es zu dem Master selbst. Morsch der Blascher. Bleib stehen! Frustrieren dich uns und nö. Ich habe eigentlich kein Problem mit euren unsichtbaren Mauern. Und sieht es aus, als ob der in der einen Hand einen Lolli hat, ey. Da muss der Coach hier kommen, der Mann mit der Lolli muss bestellen. Da. Mach dich beim Blemming Kopf, weil ich Bescheid schätze. Jawohl, hau dich selbst. So lobe ich mir das. Gen Kirby räumt hier richtig ab, ey. In dieser Arena. Was? Ist nicht mehr verwirrt. Haha, keine Wirkung. Ja, machen wir das. Why not? Jetzt kommt Arbok. Nein, wir wechseln nicht. Wir sind noch gerade so guter Dinge hier. Tja.
So, das da. Achso, da? Ne, den habe ich schon besiegt. Müsste das hier der letzte Trainer sein? Vor dem Marsch da? Ja, sieht auch so aus. Aber dann müsste ich mal. Aha, deswegen habt ihr es hier mit Ninjas. Da müsste ich mal Pest wieder erwecken. Damit ich ihn auch noch verwenden kann. Herr Jongleur, kommt mit Traumato. Ich hab mir irgendwie fast gedacht. War doch schon nice. Tja, das hat keine Wirkung, so eine billige Normalattacke. Und dich habe ich auch gleich gelegt. Nein! Psychokinese. Stopp! Holy moly. Holy Macaroni. Ja, das hier Attacke nicht sehr effektiv, aber mir klar, aber ich wollte jetzt nicht so wertvolles verschwenden. Okay, Hypno kommt in den Kampf. Wir wechseln zu Evo Sascha. Versuchen wir es mal damit. Wieder mit seinem Donut in der Schlinge da. Ah, das war aber nicht sehr effektiv. Okay, jetzt hat er was mit ausgesetzt. Überroller. Soll mir recht sein, wir machen mal die Aquaknarre. Ah, das war noch schwächer. Stop. Don't stop me now. Hey, wir haben den fast gelegt. Nein, nicht vergiften jetzt. Ey, gibt's ja nicht. Ihr mit eurem Gift. Ihr Schweine. Hey, Evo Sascha ist auch aufgestiegen. Finde ich gut. Damit hat er ja auch fast 40. Und wir haben den Jongleur gelegt. Ich habe es vermasselt. So. Die ganzen Items, die ich jetzt brauche. Super Trank für Gen Kirby. Super Trank für Evo Sascha. Dann einmal Beleber für Pest. Pest. Wir beleben eine Pest. Den check ich nicht. Und nochmal einen Supertrank für Pest. Wo haben wir den da? So. Das machen wir als nächstes. Jetzt speichere ich mal ganz kurz zwischen, weil ich will mir nicht verhunzen, gegen den zu kämpfen. Was? Ist immer noch vergiftet? So. Na dann, Meister. Hahaha, ein Kind fordert einen Ninja-Meister zum Kampf heraus. Wie du willst, erlebe eine Welt des Schreckens, bevor ich dich besiege. An meinen Schlaf- und Giftattacken sollst du verzweifeln. Hä? Giftattacken? What the fuck, der hält sich wirklich wie ein Ninja. Was? Der kommt mit solchen Attacken, mit solchen Viechern. Nee, ich hab die ganze Zeit rumgemacht bei dieser Psycho-Scheiße da. Wollt ihr mich verarschen? Oh, you got to be shitting me. Egal, dann wird der Arena-Kampf hier leichter als die Trainerkämpfe. Find ich gut. Schleimock, ja. Ich schätze jetzt Pest ein, der macht die jetzt platt. Mit seinem Erdbeben. Ah, X-Angriff. Ist sowieso sinnlos, ich mach's dann nämlich alle kaputt. Sieh's Jan! Mit einem Treffer! Schön auf die Bretter geschickt. Hey, und dadurch ist Pest auch aufgestiegen. Finde ich gut. Jetzt entwickel dich mal weiter, Pest! Morgen. Nein, wir wechseln nicht. Wir sind gerade so gute Dinge. Wüsste ich nicht, warum wir uns das jetzt ruinieren sollten. Da. So. Smogma kommt. Wir wechseln immer noch nicht. Ich mach dich so fertig. Er hätte jetzt eigentlich kaum angreifen können, ne? Mit seinen Pokémon. Finde ich gut. Was?
Finale! Oh Gott! Willst du mich verarschen? Nein, 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 nein. Haha. Und damit haben wir den Arena-Leiter besiegt und gelegt. Na, sowas. Du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Nun, da du Träger des Seelenordens bist, wird die Abwehr deiner Pokémon steigen. Coole Sache. Ferner kannst du surfen nur noch außerhalb. Ja! Bitte nimm auch dieses Geschenk. Happy Health TM06. Ist Toxin. Es ist eine mehr als 400 Jahre alte Tasche. Das kann ich ja Mugi. Kann ich ja Mugi beibringen. Oh, gut. Jetzt brauche ich nur irgendwoher noch diese Surfer-Fertigkeit. Um übers Wasser zu kommen. Vielleicht finde ich ja sowas in der Safari-Zone. Da wollte ich ja sowieso noch hingehen, hatte ich ja gesagt. Erstmal gehen wir unsere Pokémon heilen und dann wieder zwischenspeichern. Den Sieg gönnen wir uns jetzt hier. Bitte, bitte heilen. Bam, 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 barabam. Ah, sauber. Okay. Da speichern wir erstmal zwischen.